Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen keltischen Montag wünsche ich euch allen und natürlich ganz besonders dir. Um 11.04 Uhr geht der Mond in den Stier und wir haben heute wieder eine Menge an interessanten Informationen und vielleicht können wir sogar hier etwas Sensationelles herauslesen, was sich aus den letzten Horoskopen schon abgezeichnet hat. Wir haben hier eine Opposition zwischen Sonne und Neptun, Sonne Herrscher des Aszendenten, also der Geburtsregent im dritten Haus, und Neptun, rückläufige Herrscherin des neunten Hauses, aber auch sehr große Nebenherrscherin, kann man fast so sagen, Hauptherrscherin des achten Hauses, welches aber natürlich von Uranus regiert wird im zehnten Haus. Und auch natürlich der alte Herrscher des Wassermann ist nach wie vor der Saturn. Also das heißt, wir müssen uns hier dann beide näher anschauen. Die Opposition bedeutet immer einen Verlust, aber auch die Bildung von Kompromissen. Also das heißt, hier wird man sich einigen müssen. Und was dieses Horoskop bedeutet, werden wir, glaube ich, relativ schnell herausarbeiten können. Wir sehen hier zudem einen Glücksdrachen. Ganz spannender Aspekt. Neptun, Hauptdarstellerin bei diesem Aspekt, wird von zwei Sextilen von Uranus einerseits aus dem 10. Haus auch für das 11. Haus gelten, weil es die 3-Grad-Regel erfüllt ist, aber auch von Pluto, Herrscher des, naja, offizieller Herrscher des 5. Hauses, weil Spitze 5. Haus ist noch 29, 56 Grad im Skorpion, aber großer Nebenherrscher oder fast schon Hauptherrscher des 4. Hauses steht auch natürlich hier ganz besonders stark für die Bevölkerung. Auch das zweite Sextil flankierend eben zu Neptun. Und das ist wie ein gespannter Bogen. Hier sozusagen ist die Szene, die wir hier sehen, dieses große Trigon zwischen Sonne, Uranus und Pluto. Sehr, sehr, sehr interessantes Horoskop. Und gleichzeitig dann hier im Fokuspunkt Neptun, der quasi die Sonne als Hauptdarsteller herausfordert. Also ein sehr fordernder Aspekt und der wird auch einiges zur Folge haben. Was bedeutet dieser Horoskop? Wir sehen hier, Sonne als Geburtsregent im dritten Haus bedeutet in erster Linie Deutschland in Verbindung, in Zusammenhang mit den Nachbarländern. Das dritte Haus steht für Nachbarländer und Neptun als Herrscherin des neunten Hauses steht für, wenn ich es jetzt mundan nehme, das ferne Ausland und in dem Fall ganz besonders, weil wir hier natürlich in den Zahlenreihen die 4 drinnen haben, ein Machtspiel hängt mit dem Wilden Westen zusammen, von mir immer wieder eine Umschreibung für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir sehen hier in dieser Opposition Sonne-Neptun auch die Spannung zwischen Jungfrau und Fische, die klare Wahrnehmung, die Logik, die Systematik, die Ordnung. Und hier Neptun, das Chaos, die Auflösung, die Unklarheiten, die Illusionen, die Romantik, die Täuschung und auch sozusagen falsche Vorstellungen. Wir erkennen hier aus diesem Horoskop, aus diesem Aspekt sofort die große Spannung zwischen Deutschland und USA, wo offensichtlich in den USA nach wie vor großer Idealismus, große Fantasterei vorherrschen, welche aber aufgrund der Rückläufigkeit des Neptun nicht mehr laufen. Das heißt, hier funktioniert etwas nicht mehr. Zudem baut sich auch der mundan so wichtige Aspekt der Halbsumme zwischen Uranus, Pluto und Neptun sehr stark auf. Ich würde sagen, wir sind bereits mitten in dieser Halbsumme drinnen und diese Halbsumme hat natürlich für den gesamten Globus eine massive Auswirkung, weil hier, wie wir wissen, Neptun Pluto, das Wechselspiel zwischen Neptun und Pluto dauert 492 Jahre und dieses Sextil ist, meine, was haben wir gehabt, jetzt müsste ich rechnen können, ja, das könnten 82 Jahre sein, richtig, 82 Jahre Sextil, 2x6 ist 12, also das würde sich ausgehen, das heißt, wir haben hier einen 82-Jahres-Aspekt, der dann im Jahr 2026 meiner Erinnerung dann schlagend wird, aber wir haben hier schon die Auswirkungen der großen Veränderung auf dem gesamten Planeten, für die gesamte Menschheit natürlich gültig, insbesondere hier auch für
die deutsche Bevölkerung, welche hier mit Pluto eindeutig angesprochen ist. Also das heißt, wir haben es hier mit einer starken Veränderung, mit einer sehr, sehr starken Spannung zwischen Deutschland und USA zu tun. Hier herrscht großer Idealismus und eben in Deutschland haben wir hier den verzweifelten Versuch, wieder die Wahrheit ins Spiel zu bringen. Hier, 9. Haus, ist eben sehr viel Falschinformationen. Und wir erkennen hier natürlich auch den Beigeschmack von Machtkämpfen. Woran können wir das ablesen? Schauen wir die Skorpiongrade des 3. Hauses an, 19 Grad, 13 Minuten. Welch symbolträchtige Zahl. Wir erinnern uns an die Federal Reserve, auch hier 1913, welche im Jahr 1913 sozusagen übernommen wurde. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr dazu sagen. Du weißt Bescheid, um was es geht. Und im Gefolge von dieser Übernahme ist dann die Machtstruktur auf dem ganzen Planeten gekippt. Monarchien wurden gestürzt und gewisse Kreise haben die Macht über diesen Planeten übernommen. Und das dürfte jetzt Skorpion gerade 1913 zu Ende gehen. Ganz spannende Besetzung. Wir sehen auch Merkur an der Spitze des 3. Hauses neben Mars. Äquivalent, eine sehr, sehr starke Häuserspitzenbesetzung. An den kardinalen Häuserspitzen haben wir nichts. Und Mars ist gleichzeitig auch große Nebenherrscherin des 11. Hauses, steht für die Europäische Union. Das heißt, wir haben hier natürlich Spitze 11. Haus noch im Stier, 29 Grad 56. Aber für mich ist eindeutig hier Zwillinge der Hauptherrscher des 11. Hauses. Das heißt, wir erkennen hier, die Spannungssituation hängt auf jeden Fall innerhalb der Europäischen Union zusammen mit Nachbarländern. Also das heißt, von diesem Aspekt ist hiermit natürlich auch die Europäische Union logischerweise betroffen, weil Deutschland das stärkste Land innerhalb der Europäischen Union ist. Dieser Glücksdrachen ist für mich eindeutig ein Zeichen, dass sich das Ganze für uns positiv entwickeln wird. Ich habe gedacht, schauen wir uns einmal dieses Trigon, das große Trigon, was im Prinzip hier die Hauptinformation ist, zwischen Sonne, Uranus und Pluto einmal näher an. Ich beginne bei Sonne, Uranus und hier steht im Buch Kombination der Gestirnseinflüsse von Reinhold Ebertin Sonne, Uranus und hier Sonne, Uranus, Pluto, radikale Reformen, gern Umstellungen vornehmen, tragisches, schweres, also ich würde sagen, bleiben wir hier bei dieser Aussage, radikale Reformen und Umstellungen vornehmen. Und das ist die Kernaussage dieses Aspektes, meines Erachtens. Ein fantastischer Aspekt, ein großartiger Aspekt, der uns natürlich starke Veränderungen bringen wird und natürlich auch das Spannungsfeld 3. Haus mit den Nachbarländern. Das 3. Haus steht natürlich auch für die Straße. Kann das für Demonstrationen stehen? Ja, wäre natürlich möglich, keine Frage. Das 3. Haus steht aber auch für die Wahrheit. Nicht nur das 9. Haus, gut, das 9. Haus steht für höhere Wahrheiten und das 3. Haus steht eben sehr für praktische Dinge, für Kommunikation und Wissensvermittlung. Wir erkennen in diesem Horoskop natürlich auch, wenn ich jetzt USA zur Seite lasse, das 9. Haus steht auch für Gerechtigkeit, steht eben für höheres Wissen, für spirituelles Wissen im Zusammenhang besonders mit Neptun. Gut, jetzt kann man auch sagen, steht für außerkörperliches Reisen, aber das ist jetzt eher nur eine Nebeninformation. Entscheidend ist für mich, dass hier jetzt in Deutschland eine große Sehnsucht, ja, Neptun steht auch für Sehnsucht, eine große Sehnsucht nach Freiheit und nach Gerechtigkeit besteht, weil das 9. Haus steht eindeutig für Gerechtigkeit. Also das heißt, hier stehen die Chancen ganz gut, dass Freiheit und Gerechtigkeit zukommen, aber wir haben noch ein Stück Weg vor uns, denn wir kennen aus dieser Besetzung Venus als Herrscherin des 4. Hauses, Spitze 4. Haus, ebenfalls auf Skorpiongraden. Auch, schauen wir mal. Ja, das geschenkt wird uns nichts und bitte, es ist bombastisch, ja, bitte schaut euch diese Zahlen an. 1945, ja, Kriegsende, die furchtbare Zeit nach dem Krieg, noch schlimmer als während des Krieges beginnt. Also das heißt, wir sehen hier an den Graden, dass es für die Bevölkerung sehr, sehr schwer werden wird. Sehr, sehr schwer. Du weißt, was das bedeutet. 3. Haus und 9. Haus, 1913, Federal Reserve und 4. und 10. Haus auf 1945. Das heißt, wir erkennen hier das Ende des Zweiten Weltkrieges und wir können hier auch eindeutig eben eine sehr schwierige Besetzung herauslesen. Und Venus als Herrscherin von 4 in der Waage hat ein starkes Quadrat zu Pluto, auch Herrscher des 4. Hauses. Wir erkennen hier wieder die Zweiteilung der Bevölkerung. Auf der einen Seite jene, denen es halbwegs gut geht,
In der Waage eindeutig Domizilstellung eine starke Position, aber dann auch hier das Quadrat zum rückläufigen Pluto. Rückläufigkeit bedeutet für mich immer, dass in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen wurden, welche sich über das Quadrat leicht erkennbar und im Steinbock als sehr schmerzhaft und sechstes Haus auch als sehr krankheitsauslösend auswirken werden bzw. schon längst ausgewirkt haben. Pluto wird noch einige Zeit im Steinbock verweilen. Wir wissen aber, dass er am 20. November in das Sternzeichen Wassermann dann endgültig übergehen wird. Also eine unglaublich starke Zeit, in der wir uns befinden. Natürlich auch eine revolutionsträchtige Zeit, weil wir wissen, immer wenn Systeme zusammenbrechen, dann wird es eng. Ja, das ist eine altbewährte Tatsache. Wir haben in diesem Horoskop darüber hinaus noch zwei sehr interessante oder sehr aufregende, für mich eindeutig auch zwei maßgebliche Halbsextile, nämlich zwischen Mars im Krebs an der Spitze des 12. Hauses und zwischen Aszendenten Löwe, ein Halbsextil. Mars als Herrscher des 10. Hauses in erster Linie, ich lasse hier mal die Skorpionbesetzung weg, sehen wir, dass hier die Regierenden, die ich immer gerne als Stadtsipaten bezeichne, dass die hier im 12. Haus offensichtlich jetzt extrem manipulativ arbeiten, dass sie aber mit einer vergleichbaren Energie, wie hier die USA mit Neptun besetzt sind, dass sie hier Illusionen aufsitzen, dass sie hier Wunschdenken, Wunschträumen anhängen. Und natürlich, habe ich schon gesagt, 12. Haus steht eben für Heimliches, für Hinterrückshandeln. Ich wollte das Wort hinterhältig nicht verwenden. Ja? Also das heißt, wir sehen hier natürlich auch im 12. Haus den Auflösungsprozess und den Untertauchprozess, was ich gerne als das Würstel im Kraut bezeichnet habe. Und das Halbsextil zu Aszendent bedeutet auch, dass es hier jetzt darum geht, sich selbst zu behaupten, grundlegende Selbstbehauptung, aber dass es hier auch um einen Überlebenskampf geht. Leicht herauszulesen. Und interessant, Geburtsregent Sonne bildet mit der Venus ein Halbsextil. Die Grade sind hier relativ eng. Sonne 28,30, Venus 27,26, also ein Grad Abstand. Auch hier sehen wir im gesamten Land, was durch die Sonne repräsentiert wird, einen Überlebenskampf der Bevölkerung. Und Venus steht auch für das 10. Haus und für das 11. Haus eben am Rande auch. Also das bedeutet für mich, dass hier wieder angesprochen wird, wenn ich zum Beispiel Venus als eingeschlossene Herrscherin des 10. Hauses im 4. Haus nehme, dass hier eben die Stadtsipaten auf einmal ein freundliches Gesicht zeigen. Venus in der Waage ist natürlich sehr diplomatisch und freundlich. Also das heißt, hier werden jetzt ganz andere Schalmeinklänge angestimmt, aber ob das sie noch retten wird, wage ich wirklich zu bezweifeln. Schauen wir einen Blick auf Uranus, der Teil dieser Halbsumme ist, und Uranus steht als Herrscher des 7. und 8. Hauses. An der Grenze zwischen 10. und 11. Haus geht sich mit der 3-Grad-Regel ganz knapp aus, gilt somit auch für die gesamte Europäische Union. Wir haben hier, wie wir das früher schon in etlichen Horoskopen herausgelesen haben, die große Herausforderung des Krieges im Osten, welcher 8. Haus offensichtlich verloren geht. Wir sehen hier eine Niederlage und das bringt hier rasante Uranus-Veränderungen im 10., aber auch im 11. Haus, eben in Zusammenschau mit dieser Halbsumme zwischen Uranus, Pluto und Neptun, wo wir global rasante Veränderungen sehen werden. Das ist sozusagen hier die Weltpolitik Neptun Pluto, das Vorgehen auf diesem Planeten. Ich habe mir das hier auf dem Kärtchen aufgeschrieben. Und zwar steht das für kollektive Neptun. Pluto haben wir kollektive Ideen, höhere Ideale im Einklang mit spirituellen kosmischen Zielen. Also das betrifft die gesamte Menschheit. Und Uranus ist die Revolution, der Umbruch und auch das Thema Rasanz. Also das heißt, es könnte dann schnell gehen. Das ist ein Halbjahreshoroskop und wenn die Sonne wieder in Konjunktion mit Neptun in einem halben Jahr kommen wird, wird eben ein neuer Zyklus, Jahreszyklus zwischen Sonne und Neptun ausgelöst. Jetzt müsste ich nur rechnen können, kann ich rechnen, das wären 3 Monate, das sind
3 Monate, das sind 1,5 Monate. 1,5 Monate sind 6 Wochen, das heißt, wir haben hier ungefähr 1 Monat Auslösung. Das heißt, wir hätten den Uranus als Auslösung ungefähr gegen 20. oder 21. Oktober. Das heißt, gegen Ende der Waagezeit, die dann übermorgen am Samstag um 14.45 Uhr mit der Sonne in der Waage beginnen wird und ein Vierteljahreshoroskop sein wird. Aber das schauen wir uns dann morgen ein wenig an, wenn ich das dann ausarbeiten werde. Was haben wir in dem Horoskop noch zu sehen? Ja, ich habe mir das zum Glück alles gut, ganz gut hergelegt, vorbereitet und wir haben alle wichtigen Stationen, Sonne, also Sonne, Aszendent und Neptun mit Fixsternen besetzt. Ich würde sagen, beginnen wir mit dem Fixstern Arcellus, der sich am Aszendenten befindet. Arcellus, ja, das ist der Esel, sagen wir es mal so. Haben wir hier den Arcellus, das ist mit Krebs, interessant. Arcellus Australis, der steht auf ziemlich genau 9 Grad und 3 Minuten, geht sich mit einem Aszendenten von 10 Grad in etwa aus. Ja, ist ein bisschen drüber, aber den können wir gerne gelten lassen. Und Arcellus steht interessanterweise laut Vivian Robson für Blindheit. Ja, ich möchte hier nicht zu viel herauslesen. Mit Aszendenten, heißes Fieber, schlechte Augen, zeigt eine überhitzte Situation beziehungsweise auch den Verlust des klaren Sehens, des klaren Denkens, was meines Erachtens durch diesen Aspekt, der auf Fischegraden stattfindet und obendrein noch mit Neptun, eindeutig ein Verlust der klaren Sicht und natürlich auch ein Verlust des klaren Denkens und steht natürlich auch für einen Verlust der Jungfrau Ordnung. Dann haben wir in Konjunktion mit der Sonne, was habe ich hier gefunden? Ja, im Internet habe ich nichts gefunden, aber zum Glück ist es immer ganz gut, wenn man die Fachliteratur hat. In dem Fall von Vivian Robson, The Fixed Stars and Constellations in Astrology. Und hier haben wir interessant die 66, ja, Markeb, und zwar A Small Star, bla bla bla. In the Nature of Saturn, also Natur von Saturn und Jupiter, ergibt Pietät, ein weit gestreutes Wissen, interessant, weil es im dritten Haus ja auch für Wissen steht, und Erziehungsarbeit und Reisen. Also passt genau zu dieser Thematik im dritten Haus dazu. Dann haben wir als letzten im Bunde bei Neptun, vielleicht ein bisschen entfernt, aber lassen wir es gelten, das ist Sheard. Der steht auf 29, also fast auf 30 Grad in den Fischen, und der steht dann für die USA. Und hier haben wir unter Negativ andere für sein Leid verantwortlich machen, innerlich häufig sehr unglücklich sein. Ja? Und es geht dann hier darum, mit scheinbaren Einschränkungen konfrontiert werden, bis man versteht, dass man es immer selbst ist, der die äußeren Umstände negativ interpretiert, bis man gelernt hat, das Leben durch eine positive Betrachtungsweise anzunehmen. Also es geht hier auch um das Thema Eigenverantwortung, wie Frank Felber in seinem Buch Astrologie Anfänger bis Profi schreibt. Also wir sehen, dass es sich hier auch in den USA um einen Lernprozess handelt, was uns aber hier in Europa relativ recht sein kann, sprich es ist uns ziemlich egal. Chiron steht auf 22 Grad im Widder, rückläufig am MC, wäre somit quasi die stärkste planetare Besetzung, und Chiron ist rückläufig im 10. Haus, und das bedeutet einerseits Heilung im Zusammenhang mit Macht und Machtausübung, bedeutet aber auch große Probleme im Umgang mit Macht, was mit der Vergangenheit zusammenhängt. Und wir wissen, da wird noch einiges ans Licht der Wahrheit auftauchen. Wir haben Lilith im 3. Haus, ziemlich nahe der Spitze des, das ist ein bisschen weiter weg, 26 Grad in etwa. Und Lilith in 3 bedeutet in diesem Horoskop mundan betrachtet Probleme und Spannungen mit Nachbarländern. Wir haben hier Saturn als Herrscher des 6. Hauses im 8. Haus. Befindet sich die Spitze des 6. Hauses, schaut aus, als wäre es bereits auf Löwegraden. Wäre natürlich gut gewesen, wenn es auf Krebsgraden ist, was es auch ist. Das heißt 9 Grad 51 und 37 bis 10 Grad haben wir Krebsgrade. Das heißt, ja, Saturn ist
eindeutig in Verbindung mit der Bevölkerung. Krebsgrad in 9 Grad 51 im Steinbock, das heißt, wir erkennen hier eine hartnäckige Krankheit. Üblicherweise bezieht sich das auf Gelenke, Zähne, Knochen, Knorpeln und so weiter. Aber ich würde sagen, hier nehmen wir in erster Linie den Bereich Krankheit hervor und Herrscher von 6 in 8. Rückläufig, das heißt, es bezieht sich auf die Vergangenheit, auf Entscheidungen aus der Vergangenheit. Und hier sehen wir auch die Gefahr der letalen Erkrankung. Also das heißt, das kann viel Leid hervorrufen, aber das ist, glaube ich, etwas, was nichts Neues ist. Ja, als letzten Planeten, gut, ich habe den Mond habe ich noch nicht angesprochen und ich habe auch Jupiter noch nicht angesprochen. Wir haben hier interessanterweise den dritten Hinweis auf Führung und Neptun. Ja. Mond als Herrscherin des 12. Hauses im 10. Haus, das heißt, hier haben wir auch Unklarheiten, Auflösungserscheinungen auf dem Gebiet der Macht. Spitze 10. Haus im Widder kann natürlich auch für Machtkämpfe stehen, gar keine Frage, weil wir auch das 10. Haus auf Skorpiongraden haben, wie wir gesagt haben, 1945. Also das heißt, hier eindeutig auch Aktivitäten im gegenseitigen Konflikt von diversen Fraktionen, also das glaube ich ist nichts Neues bei diesem Thema. Dann haben wir noch 5. Haus, Herrscher von 5 in 11 Jupiter und das zeigt uns eben, dass die Bedeutung des, 5. Haus steht natürlich generell gesprochen, wird es einmal sehr positiv sehen, generell heißt das 5. Haus eben Wachstum, Erfolg, also es tut sich etwas, Erweiterungen und wenn ich das 11. Haus jetzt für Vereinigungen für Menschengruppierungen nehme, dann kann das durchaus auch dafür stehen, dass sich immer mehr und mehr Gruppierungen von Menschen bilden, welche Jupiter, höheres Wissen, Gerechtigkeit und hier haben wir Schütze gerade im Sternzeichen Zwillinge, also das heißt, hier ist eine gewisse Aufregung, eine große Aktivität auf dem Gebiet des Wissenserwerbes und der Wahrheit zu verzeichnen. Das kann man, glaube ich, absolut als zutreffend bezeichnen. Gut, im Großen und Ganzen habe ich hier mal astrologisch ein paar Zusammenhänge aufgezeigt. Das ist eben nicht nur die negative Interpretation dieser Opposition zwischen Sonne und Neptun ist, wo es eben von einer Schwächung, von einer Trübung der Wahrnehmung, von einem Fantasieren etc., sondern dass es hier auch um einen weltweiten Transformationsprozess geht und dass es natürlich hier auch um einen schöpferischen Ausdruck geht. Ja, natürlich, Neptun ist auch eindeutig der Planet der Kreativität, ähnlich der Venus, in einer verfeinerten Form. Schauen wir uns die Zahlen an. Wir haben morgen den 21.09.2024 und 21, 30, doppelte 32, 34, 38 münden dann in der 11 und der 2 Neptun. Also fantastisch, wie das die Zahlen wiedergeben. Ich würde sagen, machen wir einen schnellen Blick. Die 21, höchstes Glück auf Erden. Ja, das kann man immer sehr, sehr gut brauchen. Die 30, eine, sagen wir es mal so, eine positive Zahl, aber jetzt nicht so die große Kraftzahl und hier wird auch immer wieder Rückzug gebraucht. Die 32 bedeutet, dass man vorsichtig sein sollte bei allem, was man tut, im Zweifelsfall immer auf das Gefühl, die Intuition verlassen. Die 34 ist eine eindeutige Schutzzahl, die kann man durchaus gebrauchen, weist aber auch auf sehr viel Aktionen hin, also es tut sich sehr, sehr viel und die 38 zeigt hier dann große Nervosität, große Aktivität und natürlich auch eine hohe Belastung der Nerven. Vielleicht hängt das mit dem Deszendenten im Wassermann zusammen, dass eben hier die Kriegsschauplätze im Osten im Bereich der Stadt Sibaten, aber auch der Europäischen Union sozusagen das Wasser im Allerwertesten aufkochen lassen. Die 11 als Quersumme von 3 und 8 zeigt uns wieder die magische Wirkungskraft. Wir können mit mentaler Kraft unheimlich viel bewirken. Und die 2 Neptun an letzter Stelle zeigt uns dann eindeutig hier die kosmische Harmonisierung eben wegen dieser grandiosen Halbsumme Uranus, Pluto, Neptun. Die neue Zahlenreihe beginnt mit der 29. Wir haben morgen den 29. Grad des 6. Sternzeichens Jungfrau im um 282 Jahre gemäß Ayanamsa korrigierten Jahre 1742.
eben 2024 minus 282 ist 1742 und wir bekommen folgende Zahlen: die 29, 35, 36, die 43, die 47, 49, welche dann in der 13 und der 4 münden. Die 29 haben wir in den letzten Horoskopen immer wieder gehabt. Die 29 steht für Leid, man hat viel zu viel mit sich machen lassen, man hat viel zu viel sich gefallen lassen und jetzt geht es darum, auf eigenen Beinen zu stehen und selbstständig zu werden. Eindeutig die Kernaussage dieser Sonne-Neptun-Opposition, eben die Emanzipation von den USA, die Befreiung, die jetzt in den nächsten Monaten laufen wird. Ja, wir haben hier, wo habe ich das gesehen? Ich habe hier einen 6-Monats-Aspekt gesehen, ich muss nur herausfinden, ja, wir haben hier Mars, Saturn im Quadrat, aber noch nicht akut, nein, das ist ein Trigon, ich berichtige Trigon, ich wollte euch jetzt ein Trigon für ein Quadrat verkaufen, Verzeihung, ein Trigon zwischen Mars und Saturn baut sich auf und innerhalb von 6 Grad, ich würde das als 6 Monate interpretieren, wird dieses Trigon dann erfüllt sein. Das heißt, wir haben dann hier offensichtlich einen positiven Aspekt bezüglich Regierung. Also das heißt, wir sehen hier meines Erachtens auch das Thema mehr Verantwortung, aber auch durchaus Veränderung. Die 35, die große Rüttelzahl, vergleichbar der 32 in der alten Zahlenreihe, immer das richtige Ton. Was ist das Richtige, wenn du auf deine Intuition hörst? Die 36 passt fantastisch zu diesem Horoskop, weil wir hier das dritte Haus besonders stark angesprochen haben. Da geht es um großes Wissen, um Weisheit und eben auch um die Umsetzung dessen. Die 43, ja, bei der 36 ist halt die Umsetzung dann eben das große Fragezeichen, das große Thema. Die 43 steht für den Rat, eben nicht zu spekulieren. Man sollte nichts dem Zufall überlassen und sollte sozusagen eher die Dinge sehr verstandesbetont angehen und also keinesfalls spekulieren. Und was natürlich hier bei dieser Neptun-Aspektierung besonders schwierig ist. Die 43 spricht meines Erachtens das dritte Haus an, aber über Neptun haben wir diverse Schwierigkeiten und Spannungen. 47,11, nicht kölnisch Wasser, aber hier haben wir das Thema Suchtgefahr. Man spielt den Harten, Sehnsucht und Liebe sind vorhanden, aber man möchte sie nicht zeigen. Deswegen habe ich es auch immer als die Knüppelkordelzahl bezeichnet. Finden wir diese 47 hier in diesem Horoskop? Will man den Harten und den Starken spielen? Naja, vielleicht Mars im 12. Haus. Hier sind die Bestrebungen eben, eine Stärke vorzuspielen, die in dem Sinne jetzt nicht vorhanden ist, aber eines ist Mars im 12. Haus im Krebs auf jeden Fall sehr gefühlsintensiv und der wird natürlich massiv getriggert, ausgelöst, wenn die Gefühle verletzt werden. Also da könnte schon einiges erfolgen. Und Mond steht im Stier im 10. Haus auf Krebsgraden. Auch hier haben wir das Thema, dass die Menschen natürlich jetzt sehr sensibel, sehr empfindlich reagieren auf ihre Versorgung, weil Mond im Stier, der hat gerne oder der liebt die Fülle und der kann mit Bescheidenheit und Diät nicht so wirklich was auffangen. Die 49 als letzte Zahl zeigt uns das Thema der Trennung. Ganz spannend, das Thema der Trennung, weil das ist auch eine der Kernaussagen dieser Opposition zwischen Sonne für Deutschland und Neptun für USA stehend. Ja, es kommt zum Trennungsprozess. Davon dürfen wir ausgehen und das ist eben hier dieses 6-Monats-Auslösungsgebilde, was das anzeigt. Wann wird das Ganze virulent? Wann wird das Ganze sozusagen, kommt es in die heiße Phase? Wenn wir hier ein bisschen aufrunden, wenn wir das als 1 Monat annehmen, können wir das sagen 2 Monate. Das heißt, wir kommen hier in den Bereich vom 20. November, wenn der Pluto in den Wassermann übergeht, also auch eine nette Koinzidenz. Die Quersumme zwischen 4 und 9 ist die 13. Wir sehen hier, dass etwas zu Ende geht, dass etwas stirbt, aber die Blümchen hier zeigen an, dass gleichzeitig auch wieder etwas neu geboren wird. Hervorragend. Und die 4 zeigt uns, dass es sich um Machthaber geht, dass es hier eben um das Thema Macht in Deutschland geht. Also ganz spannendes, großartiges Horoskop.
Du ahnst, was jetzt kommen wird. Richtig, ich muss nur noch die Starttaste drücken und dann fließt das Wasser in Strömen, wenn auch etwas bescheiden, das war noch vor den starken Regenfällen. Bitte, wenn du die Möglichkeit hast, heute um 19.50 Uhr, wie auch jeden Tag, auch wenn ich nicht jeden Tag ein Video hochlade, ich habe mich ein bisschen zurückgenommen, dann trotzdem 19.50 Uhr unsere 1, 2, 3 magischen Minuten, wo du deine Ziele des Lebens immer wieder erfolgreich visualisierst, wo du dich um dein Leben kümmerst, wo du sagst, mein Wille geschehe, ich möchte ein schönes, ein angenehmes Leben haben und du holst dir über das Visualisieren alles das, was für dich positiv, angenehm und, wie sagt man, Freude spendend ist, das holst du dir in dein Leben. Deswegen rate ich dir immer wieder, das zu visualisieren, was du möchtest. Ich gebe keine Vorgaben. Was du als schön, als angenehm, als heiter empfindest, das ziehst du dann mit diesen positiven Gedanken, welche du am besten dann noch mit Freude-Energie besetzt, herein. Wie es so schön heißt, dein Wille geschehe. In dem Sinne einen großartigen Start in ein aufregendes, schönes Wochenende. Nutze die letzten warmen Tage noch, geh hinaus in der Natur, genieße dein Leben, genieße jede Stunde so intensiv du kannst. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.